Ah, die sieht so aus wie Schwabbelhorn auf Klo von der aus, von der, vom Gesicht her. Findet ihr eigentlich auch, dass wenn man Toastbrot eher dreieckmäßig schneidet, dass es dann besser schmeckt? Immer. Danke. Dann ist es ein Sandwich. Das schmeckt dann auch viel besser, ne? Isst man dann auch gerne. Ja. Ja, ist bei mir genauso. Ich hasse es, wenn das jemand einfach nur so mittig durch, das geht nicht. Das müssen so zwei Dreiecke werden, dann schmeckt es besser. Definitiv. Schwabbel, was sagst du dazu? Der hat sich schon wieder gemütet, der Also, hat. ich bevorzuge Dreiecke, aber so halb-halb finde ich jetzt nicht so schlimm. Das erinnert mich, glaube ich, so an Schulboxen früher, Nee, Grundschule, bessere das. Zeiten. Boah. Nee, oder? Bei mir gab es immer Schwarzbrot. Ja. Schwarzbrot ist lecker. Ich hatte normales Bauernkrustenbrot immer dabei. Post. Schwarzbrot. Post. Post. Schwarzbrot. Naja, gibt es, habt ihr mir irgendwas zu erzählen? Ich meine, ich habe euch schon wieder eine ganze Woche nicht gehört. Es wird doch irgendwas in euren Leben passiert sein, was ihr mir unbedingt erzählen wollt jetzt, oder? Also, ich war auf der Fantasy-Bar. Die Bar ist verdammt teuer. 49 Euro für ein Käsefondue. Warte, Frau, ist das gerade sehr laut? Ich habe das Spiel gerade gestartet. Ich Boah. hab's noch. Du bist schon so weit, ich hab's noch gar nicht gestartet. Ich mach's nur währenddessen schon an. Warte, ich kann leider noch nichts, aber red einfach lauter, Ivraldis, das passt schon. Also, ich war in Basel. Basel ist teuer. 49 Euro für ein Käsefondue. Das war mein allererstes im Leben. War sehr lecker, aber finde ich doch etwas überteuert. Wenn ich das Das so ist sagen darf. Schweiz. Das Schweiz, ja, scheiße. Das ist. Ah, wir haben Ingame Voice. Oh ja? Ich starte auch mal das Spiel. Ich fühle mich hier unter Druck gesetzt. Ich wollte auch noch wissen, wie eure Woche war. Meine Woche war. Ich hatte Muttertag gestern. Oh, stimmt. Alles Gute nachträglich, Mutter. Alles Danke. Liebe. Dankeschön. War jetzt schon mein 16. Muttertag. Bist doch Zeit gerade mal vergeht. 18. Ja, eben. Das macht's ja so verrückt. Das macht's ja so verrückt. Wartet kurz. Bin auch gleich wieder da. We've heard you on Shirt My Survivor and we've asked some friends from the Fog Whisperer program to kick it back into gear as a one-time celebration for anniversary. Updated guidelines for the program will be coming in the future. Stay tuned. Vielleicht doch bald was? Vielleicht doch bald Twitch-Shirts für Tunneltown? Warte. Warte, wovon reden wir? Nur diese Twitch-T-Shirts? So in lila mit dem Twitch-Symbol? Für die habe ich mich nie beworben. Die weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so gefühlt, die Dinger. Oder meinst du das, was es ganz früher gab, dass du so das Symbol deines Channels bekommst und dann mit jedem Purchase von dem Shirt der Streamer oder die Streamerin unterstützt wird? Nur diese Twitch-Shirts? Ja, scheiß auf die. Du machst dich damit nur zur Zielscheibe. Weiß ich nicht. Ja. Nicht Chaos. Chaos? Nein, niemals. Immer anständig sein. Kein Chaos. Schwabbel, wie war denn deine Woche? Ha, ich bin froh, dass du fragst, weißt du. Mein Papa war da und wir haben uns zusammen handwerklich betätigt. Und zwar mit vollem Erfolg. Ich habe gesehen, auf deinem Discord hat es Ping gemacht und das heißt immer, dass ein Stream abgesagt wurde. Und da wurde Ja, irgendwas wegen der Tür meistens, ne? gesagt. Ja, ich habe dann noch ein bisschen aufgeräumt, ne? Auf dem Boden lagen Sägespäne und so, aber. Was habt ihr gemacht? Also, mein süßer Vierbeiner hat damals, der wollte nicht so gerne allein bleiben. Und er musste auch selten allein bleiben, weil ich ja praktischerweise von zu Hause arbeite. Ja. Aber. Wenn ich da mal Arzttermine hatte, konnte ich den ja schlecht mitnehmen. Und wenn er dann seltenerweise mal allein bleiben musste, kam er darauf nicht so gut klar und hat ja, so ein bisschen die Tür angeknabbert, die Wohnungstür. Oh. Und für den Fall, dass ich irgendwann mal ausziehen möchte oder Leute einlade, wäre es ganz nett, wenn die nicht so halb zerknabbert ist. Ja. Deshalb habe ich die quasi ersetzt mit meinem Papa. Hat gut funktioniert. Ah, sehr cool. Boah. Das gut Ich habe ihm das handwerklich Werkzeug gemacht, ne? gereicht. Mehr habe ich nicht. Irgendwann wird es mal Zeit für mich, sowas allein hinzukriegen, aber momentan nutze ich Papa gerne noch für so Handwerkszeugs. Kannst du Möbel zusammenbauen? Ich habe schon Möbel zusammengebaut allein, ja. Ich bin stolz auf dich. Sehr gut. Danke, danke. Das ist sehr toll. So langsam Stück für Stück. Also so IKEA-Zeug nach Anleitung, ne? Ja, das reicht ja auch aus. Ja. Ich möchte demnächst für meinen Artestand so Aufsteller und so aus Holz bauen. Ich hatte mir bei einer anderen Artist gesehen, wie sie das gemacht hat. Ich muss einfach nur ein langes Holzstück nehmen und dann brauchst du zwei Beine hinten und die machst du mit Fast solchen 2 Jahre. Klick-Klack, Ich freue mich so, die hier sich zu sein. so zwei D. Scharniere, so die sich so dingsen können. Dann soll das wohl funktionieren. Und er hat auch gesagt, wenn du nicht bohren willst, man kann das auch alles kleben. Oh, okay, ja.
Ja, es muss nur gerade sein und nicht schräg. Oh je. Das geht alles runter. Plupp, plupp. Wäre ein bisschen ungünstig. Erstmal gucken, mal gucken. So, aber demnächst werde ich mich da auch mal ein bisschen rantesten. Danke Joe für die 23 Monate. Danke Cookie für die Bits und danke für die Follows. Und Katjuschka, danke für die 19 Monate. Und Firefly, danke für die 3 Monate. Chat. Doni! Ja? So, was denn? Sorry. So, wie war deine Woche? Hallo Omnibus. Kopfschmerzlastig tatsächlich. Oh, das ist nicht gut. Ja. Mein Leben ist eigentlich relativ langweilig. Vielen Dank, Joe. Also, weiß ich nicht so. Es ist nichts Besonderes passiert, wo ich sag so, das muss ich euch erzählen. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe halt existiert und weitergeatmet, ne? Ich habe also quasi das Beste gegeben, was ging. Finde ich gut. Also ich kann sagen, so Basel-Schweiz rüberfahren, gerade als Aussteller mit Stand. Ich habe mich sehr illegal gefühlt, als ich über die Grenze gefahren bin, um zu sagen, ich melde das Ganze bei der Fantasy Basel vor Ort an. Ich war auch leicht nervös. Ich hätte am liebsten danach einen kurzen getrunken. Das war mein Highlight. Ich bin aber auch, also wenn es darum geht, Zuschauer zu treffen oder so, bin ich immer auch super aufgeregt. Das ist richtig, richtig schlimm. Letztes Jahr... Das geht. Echt nicht, ich bin da richtig aufgeregt immer. Letztes Jahr im Sommer war ich mal gebucht für so einen, ich habe jetzt vergessen, wie die Marke heißt, für den... Green wie Force heißen Truck. Die denn? Was? Für den Green Force Truck? Genau! Oh, warte mal, warte! Genau, und da sind halt dann auch ein paar von meinen Zuschauern. Ich hab relativ wenig Werbung dafür gemacht, weil einerseits wollte ich so gerne Leute aus dem Chat treffen, andererseits hatte ich aber so eine Angst davor, dass ich so wenig wie möglich gesagt habe. Und dann habe ich am Ende damit gerechnet, dass da vielleicht eine Person kommt. Ich glaube, da waren 15 Leute wegen mir. Cool. Einer davon ist extra aus Hamburg angereist, um mir einmal auf dem Rewe-Parkplatz die Hand zu schütteln. Sodass dann, da weißt du dann auch nicht, was du sagen sollst. Eine Person hat sogar geweint. Das war, da wusste ich dann auch nicht, was ich sagen soll. Aber ich war so aufgeregt auf dem Weg dahin. Ich bin fast gestorben. Ich bin 20.000 Tode gestorben auf dem Weg dahin. Also dadurch, dass ich auf Messen, dass irgendwie dann halt, wenn ich dort, ich habe halt einen normalen Stand, also kannst halt jederzeit kommen, ist es halt so dauerhaft mit dem Gut. Ich freue mich immer total drauf. Halt einfach mal so die andere Seite halt zu sehen und die Gesichter hinter den Namen zu sehen, das finde ich immer schön. Einfach ja, so. Ich finde das auch immer schön. Ich finde das auch immer schön, wenn du dann die Leute mal siehst. So. Ich finde, du merkst erst, dass das alles echte Menschen sind, wenn die auf einmal vor dir stehen und denkst, holy shit, das sind alles echte Menschen, die mich regelmäßig angucken. So, das ist schon krass. Ja. Erst recht so, manche waren auch mit ihren kleinen Kindern da und dann kam eine Prinzessin mit vorbei und hat einen Waschbären auch gekauft. Und bei mir hat leider noch niemand ein Kind mit dabei gehabt. Chat, wann mal Kinder mitbringen? Ich mag Kinder! Jetzt hätte ich Angst. Bring Kinder mit! Oh mein Gott. Ohne Kinder kein Treffen, Chat! Oh mein Gott. Demnächst Treffen auf dem Kinderspielplatz. Jetzt wird's gruselig. Oh Gott. Oh mein Gott. Schwabbel, wie ist das für dich, Zuschauer zu treffen? Ja, ich bin auch super nervös. Das letzte Mal, als ich auf der Gamescom, das war letztes Jahr, ja, letztes Jahr Gamescom, hatte ich das letzte Community-Treffen. Und der erste Dude, boah, das war Diamantia. Mit dem habe ich mich getroffen, ja, irgendwo zwischen den Imbissen. Und er so, oh, bist ja ganz schön nervös, du wackelst ganz schön. Du hast aber er selber halt gemacht. Auch. Und ich so, guck dich doch mal, du bist doch viel nervöser, Junge, du wackelst viel mehr als ich. Ja, war so ein bisschen. Aber nee, immer super süß. Also bisher nur positive Erfahrungen gemacht mit der Community. Alle total süß, total cute. Fotos zusammen machen. Fotos sind am schlimmsten, weil ich immer nicht weiß, wie ich posieren soll, Digga. Ich bin auch super schlecht im Fotografieren. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Aus der Peinlichkeit heraus habe ich dann immer die Muskeln angespannt und irgendwie Muskelmann oder so gerufen, weil mir nichts alles eingefallen ist. Aber kam gut an. Ein paar haben mitgemacht. Community war bisher immer positiv. Dafür lohnt sich das. Habt ihr noch nie negative Erfahrungen gemacht, wenn man so auf Zuschauer trifft? Einmal. Also das sind dann halt nicht Zuschauer von mir, sondern andere, die sich so... Die dann scheiße zu dir sind? Ja. Ehrlich? Wow. Naja, also bei mir ist halt die besondere Konstellation, dass du halt manchmal Leute hast, die dann so, wenn sie dann vorbeigehen, so, ach guck mal, das ist ja die Frau von und ja, die hat das ja nur alles durch Olli und sowas. Oder halt die mal... in der Menge an Hintern graben oder so, aber sowas ist mittlerweile, also würde es mir passieren und der steht neben mir, würde ich sofort irgendjemanden holen und den rausführen lassen.
Das ist, also mittlerweile bin ich da so, dass ich sage so, ich bin da nicht und so, oh mein Gott, was gerade passiert, sondern einfach, dafür gibt es Konsequenzen. Hm. Ja, das verständlich ist, aber auch. Also bei, ja, bei mir war das gar kein Zuschauer an sich, sondern die Freundin eines Zuschauers. Das war zum allerersten Mal, dass ich überhaupt auf so einer Messe war. Also wirklich allererst, ich war sowieso komplett überfordert von der ganzen Situation. Hm. Und der hat mich halt begrüßt und hat Hallo gesagt und irgendwie seine Freundin hat da, ich weiß es, aber die ist komplett ausgerastet. Die hat sich dann vor mich gestellt und hat gesagt so, du bist doch eh nur eine dumme Schlampe und nichts von dem, was du da tust, hast du verdient. Die hat mich so angeschrien. Bitte was? Vor der versammelten Mannschaft. Und ich bin so überfordert gewesen vor der Situation und das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich das war mir so peinlich, aber ich habe sowas von dermaßen mitten dann auf dieser, das war so eine Party dann, auf der wir waren, habe ich vor allen Leuten angefangen, bitterlichst zu weinen, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll. Wo war das? Das war Dreamhack. Da waren wir danach in so einem Club und da waren halt auch noch andere Streamer dabei und so. Und da ist das dann passiert. Da hat sich keiner irgendwie dazu vor dich gestellt oder so? Das Ding ist, es ist ja super laut in so einem Club und das hat, also, dass sie mich so angebrüllt hat, hat, glaube ich, keiner ernsthaft als Anbrüllen an sich wahrgenommen, weil man schreit sich ja immer an, weil die Musik sehr laut ist. Aber die hat mir halt das dann die ganze Zeit ins Gesicht gebrüllt und so und was ich nicht alles bin und nichts von dem habe ich verdient und ich bin doch eh nur eine Dumme und ich, boah, das war richtig, richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Da habe ich mir damals eigentlich geschworen, so, okay, ich mache sowas nie wieder, habe es aber dann doch wieder gemacht, weil der Großteil der Leute sind ja fantastisch, ne? Ist wirklich das, so. Weißt du, ich hatte am letzten Tag noch, kam zum Beispiel eine vorbei und hat gefragt nach einem Autogramm für die Mutter ihres Freundes. So süß, die hat mir dann auch die Nachricht gezeigt und so, das war so einfach so. Dann weißt du halt so, es gibt halt Leute, die freuen sich da drauf und halt Menschen, die sich einfach darüber freuen, dich mal kennenzulernen und so, die einfach dankbar sind. Und halt, ich freue mich so sehr, die auch kennenzulernen, einmal zu drücken und festzudrücken und das ist halt so, das gehört dazu. Ich finde das richtig toll, einfach zu wissen so, hey, wer, so, ich sehe jetzt gerade bei mir zum Beispiel Morgai im Chat. Ich dachte die ganze Zeit immer, Morgai zum Beispiel ist 30 und männlich. Morgai ist, glaube ich, 28, weiblich und richtig hübsch. So stand ich vor ihr so, oh mein Gott. Ich finde das schön. So einfach. Gesichter dazu zu haben. Das ist toll. Schwabbel, du hattest auch gesagt, du hattest mal eine schlechte Erfahrung, oder? Eine einzige, wirklich nur. Ansonsten war durchweg alles positiv. Das war letztes Jahr auf der Gamescom. So ein paar süße Leute aus der Community standen so in der Schlange und dann haben wir nacheinander so ein bisschen Meet and Greet gemacht, Hallo gesagt, ein bisschen gesmalltalkt, Fotos. Hm. Und ich weiß nicht mehr, wer das war. Und es war bestimmt auch nicht so gemeint. Deshalb, falls die Person gerade zuguckt, no hate und so. Aber das war so empathielos in dem Moment und ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, der ganze Tag wäre gelaufen für mich. Ein Pärchen, das auf mich zukam und meinte, hey, ja, schön, dich kennenzulernen und so. Und dann kam die Frage, wo ist denn eigentlich Loki? Hier, mein Hund, der letztes Jahr, oder ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, leider nicht mehr da ist, verstorben ist. Und ich habe mich schon vorher darauf eingestellt. So, die Frage an sich ist ja nicht schlimm, so um Himmels Willen. Leute, jetzt auch im Chat hier bei mir. Der hat mich jahrelang begleitet, der kleine Mann. Ich liebe den über alles, hab ihn geliebt, liebe ihn weiterhin, werde ihn immer lieben. Aber mir war klar, dass die Frage kommen wird, weil ich nicht erwarten kann, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin sofort weiß, was Sache ist. So, kann ja sein, dass man ein paar Wochen, ein paar Monate nicht reingeguckt hat, nicht mitbekommen hat, was los ist. Und die Frage ist ja nicht böse gemeint, so, nur weil man sich erkundigt. Das Problem war, dass ich dann gesagt habe, ja, ich muss ihn leider gehen lassen. So, ne? Seine Zeit war gekommen, ist halt super traurig, aber ja. So, und dann die Art und Weise, wie sie reagiert hatten, Bro, das war so, oh, ja, können wir ein Foto machen? Und ich dachte so, Junge, Bro, come on. So gar keine Annahme, gar nicht so, hey, tut mir leid. Oh Gott. War ein Süßer oder so, sondern einfach die nächsten Worte. Es waren 2 Sekunden still und dann, hey, können wir ein Foto machen? Und ich dachte so, holy fuck, ey, mein Tag, ey, ich habe gar keine Lust mehr. Was zur Hölle ist hier los? Was ist mit der Menschheit verkehrt? Aber im Zweifel wussten die vielleicht auch nicht so genau, was da die richtigen Worte sind in der Situation. Alles halb so schlimm. Aber ja, in der Situation war das ein ganz schöner Schlag ins Gesicht irgendwie. Auch, nicht jeder weiß auch mit der Situation dann umzugehen und dann so, okay, ja, ich überspiele es vielleicht lieber einfach so.
Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn mir das passiert wäre bei dir, ich wäre in dieses andere Extrem abgerutscht. Kennst du das, wenn du dann in diese, du hörst nicht mehr auf, dich zu entschuldigen, weil du nicht weißt, so, wie du das jetzt am besten rüberbringen sollst. Das wäre auch ich. Dass es dann schon unangenehm wird, weil du alle drei, es tut mir wirklich leid, ich wollte nur sagen, ich wollte das nicht, es tut mir so leid. Ich wäre, glaube ich, in dieses Extrem abgerutscht, so jemand bin dann ich, der dann einfach nicht mehr weiß, was er sagen soll. Dann immer Angst hat, war das jetzt genug, wie ich das jetzt gesagt habe? Soll ich es vielleicht jetzt nochmal wiederholen? Ich wäre, ja, das... Das ist doof. Ja. Aber, das, wie gesagt, der Großteil der Leute sind immer super und super freundlich. Und das ist in Großteil der Fälle immer eine sehr, sehr schöne... Also ich gehe aus solchen Treffen immer sehr, sehr happy raus, tatsächlich. Ja. Mhm. Sehr das stolz und auch sehr happy. Aber da auch so ein bisschen stolz so dieses, boah, die fahren jetzt wie... Vielleicht wusste ich einfach nicht, was sie sagen wollen. Ja, genau. Also ich jetzt rückblickend denke ich mir, das muss nicht unbedingt... böse gemeint gewesen sein, die müssen jetzt gar nicht so ultra die empathielosen Menschen gewesen sein, das ist halt einfach, keine Ahnung, vielleicht waren die halt auch einfach nervös und ich habe sie überrumpelt, was hätte ich antworten sollen, I don't know, ist halt dann, man ist ins Fettnäpfchen getreten, passiert, muss ja nicht keine böse Intention dahinter stecken, deshalb sehe ich das jetzt auch nicht mehr so wild, der Tag war halt einfach schwierig, der Moment. Ja, aber es klappt ja auch nicht. Hast du mich vergessen, Schwabel? Hey, yo, sorry, ich hab die Lobby aus Versehen geschlossen. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ja, du hast mich ja nicht mal eingeladen, sondern frei. Ich habe dich gesucht. Du bist offline, deshalb habe ich dich in der Jetzt Liste nicht gefunden. Jetzt bin ich aber online. Ja, okay, stimmt, ich war offline. Warum mich noch mal bin ich immer die Letzte, die eingeladen wird? Ich werde vergessen, hier was los. Oh, ich bin unsichtbar. Ups, sorry. Kannst du mich bitte einladen? Also, ja, ich kann mich erstmal beschweren und danach fragen, woran es eigentlich gelegen hat. Lad mich ein. Moment, ich muss das Ingame-Menü benutzen. Das ist unübersichtlich, Moment. Mach doch. Ibraldis hier. Und da. Perfekt. Wurde aber auch Zeit. Hab ja lang genug gewartet, um von dir eingeladen zu werden, ne? Sorry. Tut mir leid. Okay, da tut sich aber... Doch, jetzt tut sich was. Ich hab Angst. Ich sehe aus wie Tyler One. Ich müsste mal zum Orthopäden gehen. Was hab ich denn für Schultern? Bro! Oh, ich hab falsch geschrieben. Danke, Tapsi. Okay, die anderen kannst du erst freischalten. Okay, das ist okay. Gut. Gut, Herr Chat schreibt, vielleicht hat sie Sonnenbrand unter den Armen. Das kann schon sein. Oh. Aber ich muss sagen, das betont die Oberweite ganz schön. Ich mag den Katzenpulli. Hast du auch mit Katzenpulli? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich sie nehme. Es gibt auch nur einen. Nee, es gibt zwei weibliche Chars. Was ist denn die andere weibliche? Nee, es gibt tatsächlich nur einen weiblichen Char. Ja. Komm, Evraldis, lass einfach Zwillinge sein, ist doch egal. Okay, Schwabbel, weh, du verwechselst uns. Ja. Wer ist wer? Du hast gefälligst sofort von Anfang an anhand des Geruches schon zu wissen, wer ist. Oh und je. So wie die Achseln hochhalten, ist das möglich, das zu unterscheiden? Das ist möglich. Aha. Es gibt 8 Karten. Eine davon ist brandneu. Ja, dann lass die Albtraumschule. Ja, mach Albtraumschule. Wie machen wir das überhaupt mit den Ingame-Sounds? Ich sehe das gerade bei dir im Stream, das sieht nicht so schön aus. Also die ist so rot und so böse. Ja, ich glaube, die ist auch nur böse. Gibt auch hier, weiß ich nicht, so eine... Die Verrückten-Universität. Ja, da gehören wir hin. Das klingt doch gut. Mhm. Okay. Übrigens, wegen nächster Woche. Ja? Ich denke, ich schaffe es pünktlich zum Stream. Es kann aber sein, dass ich im Notfall, weil wir von wo auf dem Rückweg sind, im Stau stehen bei Pfingsten ist. Ich schaff's nächsten Montag wahrscheinlich nicht. Schwabbel. Ja, ich stell mich auf alles Mögliche ein, so für den Fall, dass ich alleine bin. Ist okay für den Fall, dass du, liebe Ivraldis, zu mir stößt, bin ich auch happy. Ich bin da flexibel, sag ich mal, was? Gut, okay. Das kriegen wir, ja backen. Dann melde ich mich einfach auf Discord und du liest es 3 Stunden später. Ich muss die Alert-Töne mal irgendwie wieder reaktivieren oder so. wir kriegen das bestimmt hin. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Oh nein, jetzt haben wir du nicht Chat empört. Warte, wieso? Was haben wir gemacht? Hast du es deinem Chat vorher nicht gesagt? Ich habe meinem Chat noch nicht gesagt, dass ich am Montag nicht streamen werde. Nein, sie haben es gerade eben erfahren. Oh. Jetzt ist Chat die nächsten 20 Minuten sauer auf mich. Aber wir ignorieren das weg. So wie ich immer mit Hass umgehe. Ich ignoriere ihn weg. Ich lese einfach Schwabbels Chat. Da ist jetzt gerade gar kein Hass zu sehen. So ist schön. Jetzt kommt der nächste Shitstorm. Ich reacte dann demnächst da drauf, okay? Auf meinen Shitstorm? Ja.
Okay, ja, von mir aus gern, klar. Könnte es am Leben halten, extra lang. Deswegen, ich lese jetzt Schwabbels Chat. Ob ich genauso wie Tyler One schreie? Dafür muss mein Mikro schlechter sein, das übersteuert immer so krass bei ihm. Fröhlich. Ja, guck. Wusstet ihr, dass der Papa ist? Hätte ich nie gedacht. Hallo. Mein Charakter sieht aus wie Tyler One, ja, hab ich auch gesagt. Wie machen wir das mit den Ingame-Sounds? Hat ihr euch das angeschaut? Ich habe nicht angeschaut. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich habe jetzt auch noch keine großen Einstellungen gefunden, außer Push-to-Talk versus Voice Activation. Ich habe einfach Voice Activation. Lass einfach mal reingehen. Ich denke, dann sehen wir schon, oder? Einfach mal gucken. Okay. Ja, ja. Mach mal moi dein Sing-Mas-Show. Okay. Gut. War das eben. Mach mal so. Bayerisch? Ja. Oh, ich habe was Schweizerisches gelernt. Schweizerdeutsch. Und zwar ist es dort nämlich der Brückli-Tag. Ist es ein Brückentag? Ja. Mir sagen die immer dieses eine Wort, aber ich vergesse mal, wie man es sagt. Huchichaschli. Was? Ich glaube, es ist Huchichaschli. Hört ihr mich im Game? Nee. Ich höre Schwabbel in Game. Schwabbel, ist gut. Dann möchte ich mich schon mal Discord. Ich versuche mal kurz in die Steuerung einzugehen. Okay, yo. Hey, seid ihr Zwillinge? Hallo, hört ihr mich? Nein. Nicht im Spiel. Hört ihr mich jetzt? Schwabbel, hörst du mich im Spiel? Ich höre beide von euch nur im Discord. Hä, warum? Warum hören wir Schwabbel jetzt im Spiel? Ich habe Discord mal gemutet, damit ich ganz sicher gehe, dass sich das nicht überlappt. Wieso ist der Dutt von Ihnen so unsichtbar? Sniff? Wollt ihr wieder an die Füße? Okay. Hä? Solange Sie das Mikro nicht hinkriegen, können Sie nicht Nein sagen. Sie können mich nicht fortschicken. Schwabbel, hörst du? Oh, Schwabbel, shit. Du müsstest Hi. Mich jetzt hören. Oh mein Gott. Hi! Du hörst mich jetzt. Ja. Okay, Push-to-Talk funktioniert bei mir, aber Voice Activation irgendwie nicht. Warte mal. Ja, das ist ja weird. Kohlrade, danke für die 12 Monate, danke für das ganze Jahr. Hi! TWN Wiggle. Wiggle. Dankeschön. Hallo, verstörend. Wir haben anscheinend auch ein Walkie-Talkie, aber ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ich gehe mal eben in die Einstellungen. Okay, also bei mir geht, Ivraldis, bei mir geht nur Push-to-Talk. Ja, ich mache Push-to-Talk immer bei meiner dritten Maustaste. Die Daumentaste unten. Ich glaube, das Walkie-Talkie-Symbol bedeutet nur, dass ich auf Dauer senden bin. Hörst du mich? Oh, man hört dich. Ich glaube, ja. Hast du Push-to-Talk oder geht's so? Man hört immer nur die erste Sekunde und dann... So, Test, check one, two. Hörst du mich jetzt, Schwabbel und Ivraldis? Hört ihr mich? Ja. Klar und deutlich. Roger. Super leise, Ivraldis. Redet mal, ich hab mal Voice lauter gemacht. Hey! Ist so besser? Wer kommt? Ich glaube, da kommt die Ladung schon eingestellt. Oh shit! Oh mein Gott! Aber ich glaube, hier drin sind wir sie. Oh, Scheiße! Ivraldis, nein! Ach du Scheiße! Sie sieht wütend aus. Au. Scheiße, Ivraldis, was ist passiert? Hat sie dir die Bratpfanne über den Kopf gehauen? Oh, die will das Sandwich aus mir machen. Warte mal, brauche ich ein Medikit, um dich zu heilen? Das ist ja ungünstig. So ist gut. Bleib einfach in der Nähe. Ich such was. Doni, ich glaube, wir brauchen ein Medikit für Ivraldis. Ein kleines Hundchen schmeichelt
Ihr Ball traf nicht, weil ihr Wurfskill nicht hoch genug ist. Kann ich dir helfen oder so? Kann ich dich aufheben? Nee, kann ich nicht. Kann man springen? Boah, hier gibt's ja gar keine Items. Tür verschlossen, finde den Cafeteria-Schlüssel. Oh. What? Ivraldis, hast du einen Timer oder kannst du unendlich lange rumliegen? Lauf, Joni! Ist abgeschlossen? Mach die Tür hinter dir zu! Schlechte Neuigkeiten, Ivraldis. Hier oben sind keine Items. Wirklich gar keine. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Schon okay. Kann ich hier runterspringen, wenn ich wollte? Komm, ich fang dich. Es funktioniert nicht. Und sie kommt immer näher. Komm, ich fang dich. Jetzt hab doch nicht so Angst. Ich versuch's doch. Aber es will einfach nicht funktionieren. Ich seh doch, wie kläglich du da oben rumhüpfst. Verlass ich den Boden überhaupt? Ja, nur so ein paar Zentimeter. Du bist ganz schön unsportlich geworden, muss ich sagen, in letzter Zeit, ne? Früher ging das besser. Hast du einen Cafeteria-Schlüssel? Wir brauchen einen, um weiterzukommen. Ich finde, deine Beine sind doch viel dünner geworden, als sie mal waren. Waren viel muskeliger. Reidet! Tür zu! Vielleicht weiß sie nicht, wie man Türen öffnet. Ich habe ein Medikit für dich. Ich muss sie nur abschütteln. Warum ist denn die so rot beleuchtet? Weil die wütend ist. Oh, das ergibt Sinn. Ich lenk sie ab. Danke, pass auf dich auf. Lady. So, sie haben einmal Heilung bestellt. Kann ich das abbrechen? Was? Ich hab dich gehört. Hab ich's abgebrochen? Jetzt. Warte mal, oh, ist es jetzt weg? Warte mal. Nee, ist es nicht weg. Hoch mit dir, na los, du schaffst es. Das ist gut, weil du nicht jetzt tot. Warte, ist sie? Ist sie. Das ist gar nicht gut. Rot gleich scary. Woher habt ihr das? Ist das irgendein Insider? Oh, hey, was mit dir passiert? Ich hab hier unter den Rock geguckt, es geht mir gar nicht gut. Boah. Da würde ich auch umkippen. Ich habe eine Seite gefunden. Oh oh. Hey, ich habe was gefunden, mit dem ich dich aufheben kann. Okay, Joni. Ich will ein bisschen Leistung sehen. Und eins. Ja. Und zwei. Ja. Und drei! Oh. Oh. Diese Seiten sind überall versteckt, oder? Die können überall sein, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Hat jemand von euch einen Schlüssel? Denn aus? Wie so ein Notizbuch für die Grundschule. Okay. Da ist zugesperrt. Wir müssen ein bisschen schwindelig durch dieses Wackeln, wenn ich laufe. Musst du mal gucken, vielleicht kannst du es ausmachen. Ja, wenn sie mich nicht verfolgen würde. Ah, ich hab den Schlüssel. Ey, oh oh, hey, ich hab den Schlüssel, aber ich werde wahrscheinlich sterben. Oh. Ist gar nicht okay. Ah ja. Aber es stand nicht Cafeteria-Schlüssel drauf, sondern Art. Scheiße, vielleicht unten. Okay. Das klingt immer so fies, wenn sie das Beil zieht. Na, auch hier braucht man den Cafeteria-Schlüssel. Ivaldis wurde verhauen von der Lunchlady. Scheiße. Nicht Doni wurde erschlagen von der Lunchlady. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Thank you.
Hey! Lass mich nicht alleine, bitte! Nein! Aha. Oh boy. Hey, Girls. Oh, warte, ich kann mich selbst heilen mit dem Medikit. Das ist ja großartig. Und so erhebt er sich. Denn er kennt keine Niederlage. Der Schwabbel Natur! Da kann ich nicht. Was? Wer ist denn der Typ mit der Glatze in der Jeans, der da so rumschreit? Du hast mich geopfert. Ja, ich hatte Angst. Es war eine... Freilis. Da war doch noch ein Medikit, oder? Habt ihr auch das Gefühl, dass die spawnen, die Items, nach und nach? Genau, wenn ich mir das jetzt, wenn wir hier so liegen, dann okay, wir rennen in den Raum, machen die Tür hinter uns zu. Nein. Heilen. Sagst du jetzt nur, weil du mir wehtun willst? Ja. Ha. Oh Gott. Der ist nicht gut. Ich will nicht mehr. Au. Okay, jetzt wissen wir, wie es läuft. YNF, danke für die 17 Monate. TVN Lurk. Abgefarmt? Weil ich sie als Meat Shield benutzt habe. Ah, gut, hört ihr mich schon? Hi. Ich bin halt zu lang im Auswahlding gewesen. Deswegen jetzt, wir fangen jetzt sofort an, bevor die Lunch-Lady kommt. Okay, hört sich gut an. Ein Medikit und eine. Hier, wenn ihr die Seiten sehen wollt, so sehen die aus. Oh, guck mal, hier geht's ja auch noch tief rein. Das habe ich ja gar nicht realisiert. Badezimmer. Aha. Also, wir brauchen auf jeden Fall Schlüssel. Oh, apropos Schlüssel. Der für die Cafeteria. Na, sieh mal eine an. Die Runde startet doch schon viel besser als die letzte. You're simply the best. Bim, 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 bim. Auditorium. Ah. Da wäre dann der Schlüssel nötig, den ich letzte Runde gefunden habe. Okay. Aber hier hinten ist man auch aufgeschmissen gegen die, ne? Hey! Hey, du! Willst du mal was Tolles sehen? Komm mal mit, Kleine! Ja, zeig, okay. Es haut mich jetzt nicht voll aus den Socken, ich sag dir, wie es ist. Hey! Das letzte Mal wolltest du mir auch was Cooles zeigen und war gar nicht cool. Du siehst hungrig aus, hab ich recht? Oh ja. Dann sollten wir vielleicht mal in die Cafeteria gehen. Oh, boah, du hast den Schlüssel für die Cafeteria? Da hab ich den Schlüssel gefunden. Josh, wo hast du den denn her? Hab ich auf der Toilette gefunden. Wow. Ja, mein Polo schon wieder. Du bist einfach der coolste Quarterback der Schule. Danke. Bitte. Ivraldis, wir sind in Cafeteria, haben wir aufgeschlossen. Wenn du dazustoßen möchtest, haben wir aufgeschlossen die Cafeteria. Ich komme sofort, ich habe ein Hüngerchen. Ein Hüngerchen? Hat jemand Lunchlady? Wird sie erst ab einer bestimmten Zeit aktiv? Ich vermute mal, dass sie von Zettel zu Zettel stärker und schneller und aggressiver wird. Ja, aber ich habe hier was gefunden und ich bin mir nicht so ganz sicher, was das ist. Was hast du gefunden? Ja, so Gedöns. Gedöns. Hast du das Gedöns? Fleisch und Blutgedöns. Leuchtet. Wieso leuchtet da was gelb? Oh, Medikit. Oh shit, E. Oh. Was ist
das? Oh oh. Oh hey. Oh, du hast echt Angst, oder? Du bist richtig am Wackeln, Mann. Am Zittern. Stand gerade in so einem Fleischgedöns. Ja, hab ich gesehen. Sah irgendwie... Hi. Sah eklig, sah fleischig aus. Hey, meinte, die kann uns hören, wenn wir reden, während sie in der Nähe ist? Bin mir sogar sehr sicher, dass sie das kann. Hier hinten war das Fleischmonster, ha? Huh? Ja. Was machen wir damit? Babbel, hast du nicht gesagt, du hast den Cafeteria-Schlüssel? Ja. Yeah. Weil hier steht nämlich, man braucht dafür den Cafeteria-Schlüssel. Oh! Hier. Keine Sorge, ich komme. Das mache ich doch direkt auf, das Dingens. Habt ihr oben schon alles abgesucht? Ja. Yep. Sehr gut. Bücherei. Fantastisch. Kann man die öffnen? Nee. Hat Ivraldis vergessen, dass sie Push-to-Talk hat oder redet sie einfach nicht mehr Nein, mit uns? Wir brauchen den Library-Schlüssel. True. Ja, da an der Tür. Weil du gar nichts mehr gesagt hast. Das mit dem schütteren Haar war nicht wahr. Es ist voll und... Eie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 
Du machst dir indirekt selbst Komplimente. Richtig widerlich. Ihr Haar ist voll voll, meins ist voll schüttern, hat sie gesagt. Was? Nein, ich habe nicht gesagt, dein Haar ist schütter. Es ist nur... Durchschaut. Unsichtbar. Transparent. Also pass auf. Oben gibt es eine Tür. Aber um diese Tür zu öffnen, brauchst du deinen Cafeteria-Schlüssel, weil die Cafeteria muss mit dem Cafeteria-Schlüssel aufgesperrt werden, bevor ich mit dem Library-Schlüssel die Library-Schlüssel öffne. Toni, willst du die hier aufmachen? Hier an der Seite sind ganz viele Türen. Ich habe nichts zu tun. Öffne die mal alle. Ich habe nichts zu tun. Oh, was ist das denn hier? Oh, noch ein Balz. Miau, miau. Miau, miau, miau. Server-Room-Schlüssel? Guter Fund, habe ich nicht gesehen. Kaputt. Okay, ich soll oben aufschließen, ja? Wo sehen wir, wie viele Zettel wir schon haben? 4 von 10, okay. Warte, was? Hey, geht's euch gut? Nein. Scheiße, was ist los, Mann? Es geht mir voll schlecht und so. Moni, komm mal nach unten. Ich bin unten, ich mach grad die Türen auf. Sonst war hier nichts, oder? Scheiße, da brauchen wir Auditorium-Schlüssel. Ivrald ist Schlüsselmeister? Warte, hat nicht jeder von uns jetzt einen? Ui! Okay, wir haben die Hälfte schon. Hälfte haben wir! Das ist gut. Halbzeit. Schwabbel, begleitest du mich bitte kurz? Selbstverständlich, wo soll ich hin? Nee, ich weiß nicht, wo der Serverraum ist. Wir müssen, und wo kamen wir denn? Nee, scheiße, warte, wir müssen hier raus, wo wir vorher reingekommen sind. Von hier sind wir gekommen, ja. Okay, du musst jetzt mit mir einmal kurz in den ersten Stock. Okay. Jetzt guckst du mal hier, du musst hier den Cafeteria-Schlüssel bitte machen. Ach, du hast schon aufgemacht. Oh, du Held, Entschuldigung. Hab ich nie mitbekommen, warte, passt. Bei mir steht hier, man braucht den Büchereischlüssel. Ja, den hat ja ich. Aber bei mir stand davor, dass es noch zu ist, wenn man da den Cafeteria-Schlüssel braucht, den ja du hattest. Aber passt, alles gut. Hab nichts gesagt. Wart ihr schon im Serverraum? Hallo. Haben wir Schlüssel für das Auditorium? Na. Ich habe keine Schlüssel von dem Auditorium gefunden, aber ich suche auch gar nicht danach. Weißt du, ich suche nämlich nach blauen Ordner, die ich benutzen kann, weil ich brauche noch 5 von diesen Seiten, damit ich kann... Aber was, wenn sich diese Ordner befinden in dem Auditorium? Sie, aber ich habe keine Schlüssel zu dem Auditorium. Übrigens, Schwabbel. Sie. Was ist dein Auditorium? Danke für das Gespräch. War hier schon jemand? Tür ist offen. Hey, Ivrald, wie geht's dir? Oh,
Auditorium ist von der Bibliothek aus zu erreichen. Ja, yeah, that's right. Dafür habe ich gerade den Schlüssel gefunden. Ja, Gottes Willen habe ich mich. Hast du keine Hobbys? Hast du keine Freunde? Warum bist du so? Fuck. Bubble? Nein, es tut mir leid, du hast wundervoll gesungen. Tut mir leid. Meinst du es wirklich ernst? Du hast ein so stattliches Kreuz. Ich bin von dir angenommen. Hast du kurz auf mich aufgehört? Wünsch dir einen Song. Und hole mir Kinderriegel. Möchtest du noch einen hören? Gefällt dir wirklich gut? Dann möchtest du bestimmt noch einen hören. Ja. Okay, welchen? Weiß nicht, überrasch mich. Why do birds suddenly appear every time you are... You are near, just like me. They long to be close to you. Geht's dir noch gut? Ich geh zum Auditorium, weil ich doch den Schlüssel habe. Oh Gott, es geht dir nicht gut. Okay, ziemlich sicher, dass es hier irgendwo war. Oh ja, wir haben ja aufgeschlossen. Ivaldis müsste noch ein Medkit gehabt haben, das heißt, sie kann sich selbst hochhelfen. Ich bin kein egoistisches Schwein, das sie einfach zurückgelassen hat. Oh, guck mal, der Hörsaal hier. Cool. Ich bin nicht egoistisch, weil ich sie zurückgelassen habe. Ich wusste, dass sie sich selbst helfen kann. Sonst wäre ich zurückgerannt. Selbstverständlich. Seht ihr was auf den Sitzkissen? Was Tenzi sagt? Was sagt Tenzi? My heart will go on? Shit, ich muss mir die Lyrics dafür raussuchen. Ich bin nicht so gut mit Lyrics. Wir können uns hier verstecken und wenn die Girls kommen, können wir gruselige Geräusche machen. Danke Manta-Kun für den Sub. Hoffentlich hat es gefallen dir. Versteck mich hier in der Dunkelheit. War gruselig mit der Stimme? Hilfe, ich liege im Auditorium im EG. Hast du die Synchro für die Landstelle gemacht? Woher wisst ihr das? Ivaldis muss irgendwo in der Nähe sein. Ivaldis, piep's einmal! Ivaldis, piep's einmal! Ivaldis! Ivaldis, piepst du bitte einmal? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Das Auditorium ist so groß. Es gibt viele Ein- und Ausgänge. Ivaldis! Oh no, I'm dead. I'm dead. I'm actually dead. I'm actually dead. Wir hätten unser Versteck nie verlassen dürfen.
Bubble würde sich doch niemals feige verstecken und nicht seinen Schlüssel einsetzen. Ich suche nach dir. Aber ich wurde geschlagen. Oxy, danke für die 10 Monate. Vielen Dank für den Resub. Auf Hallo. Dich, Minute, Jung. Okay. Der Sound ist lustig, das Boing, ja. Hallo, Linchen. Hi. Okay. Oh, guck mal, sie gefunden. Wenn die mich nochmal sieht, gehe ich nicht wieder zurück in die Sackgasse. Hey, Freldes! Hey, ich höre dich! Die Frage ist, wie komme ich zu dir? Von unten komme ich nicht an dich ran, ich komme nur von oben ran. Das ist das Erdgeschoss für dich. Ich habe mein Medikit für mich selbst aufbrauchen müssen. Also, die schlechte Nachricht ist, ich kann dir nicht aufhelfen. Die gute Nachricht ist, du bist herzlich willkommen im Auditorium. Jetzt lernen. Oh, hey, sorry, ich bereite gerade meine Vorführung. Und ich bin vorher weggerannt und sie war nicht offen. Du hast einen Schlüssel und damit eine Verantwortung. Hä? Hier. Bereit für die Vorführung. Ja, ist meine Verantwortung. Schlüsselmeisterin Ivraldis, wo wollt ihr hin? Das war die beschisseste Vorlesung, die ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Sie sind durchgefallen. Scheiß Studentin! Fuck the Schulsystem! Dann kriegen Sie Ärger! Herzlich willkommen zu meiner Unterrichtsstunde. Heute erzähle ich Ihnen etwas über den Klauen-Fangschreckenkrebs. Eine Kreatur der Tiefe, von denen viele Menschen noch nie gehört haben. Doch die Gefahr existiert. Und sie ist real. Realer als sie denken. Diese farbenfrohe Kreatur hat ein paar unheimliche Features. Zum Beispiel kann sie ihre Facettenaugen unabhängig voneinander bewegen, wodurch sie die Welt in 6 verschiedenen Perspektiven sieht. Außerdem hat sie einen eingebauten Rambock, den sie auf 82 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann. Das war ein beschissenes Referat! Ihr besteht, wenn ihr mich... Du hast ein Messer in den Rücken bekommen. Oh, das ist ein hübsches Kleid. Hey, da hinten ist eine Sackgasse. Da bin ich auch schon reingerannt. Ich befürchte, es wird auch gleich drauf gehen. Ich hab alles geöffnet. Noch irgendwelche letzten Worte? Ich hab alles geöffnet. Oh, du hast die Tür geöffnet? Oh, du bist auch die Schlüsselmeisterin gewesen. Ja, oh mein Gott. Mach mal mit Schlüssel. Ja, das hätte ich auch machen sollen. Mhm. Man lernt nie aus. Du bist ein oh, großartiger Sensei. Schlüssel benutzen, anstatt zu horten. Oh. Offene Türen war wohl nicht genug. Hm. Ja, übel.
War aber ein guter Versuch. War ein guter Versuch. Okay. Jetzt müssen. Wollen wir mal eine andere Map ausprobieren? Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Gehen wir mal eben in die Lobby zurück. Ich glaube, wenn du gehst, landen wir automatisch eh draußen. Dann invite ich euch neu. Miau. Spiel erstellen. Privat. Lobby erstellen. Okay, Invites sind raus. Sie müssen jede Sekunde müssen Sie hier eintreffen. Wir nehmen diesmal die Grusel-Map, weil die neu ist und gruselig. Ja, das wird gut. Ist gut. Haben nicht du und deine Geschwister die Maps gerockt? Boah, das ist schon so lange her. Ich weiß es gar nicht mehr, mit wem wir das damals gespielt haben. Vielleicht mit meinen Geschwistern. Könnte sein. Mein Bruder war ja öfter mit dabei. Bei meiner Schwester weiß ich nicht so genau. Red gleich scary? Okay, woher kommt das? GG. Hey, jetzt, warte mich. Ich klar und deutlich, ja. Gerade, ich wollte. Lauschen habe ich. Also, wenn es. Könnte sein, dass jederzeit. Anzuwischen. Was? Hä? Mir wird schlecht. Oh nein. Was machen wir? Sollen wir das Game wechseln? Durch das Wackeln? Durch das Wackeln? Schon alles versucht. Fällt cool. Ja, so Headbobbing hast du erzählt, ne? Da reagierst du empfindlich drauf. Ja. Hast bestimmt schon geguckt, ob man das ausmachen kann, ne? Ja, alles schon. Noch eine Runde. Sollen wir noch eine Runde spielen und dann sollen wir. Was können wir machen? TCM oder so? Texas Chainsaw Massacre oder was? Weiß nicht. Also mir ist das wurscht, wenn du es nicht spielen kannst, weil die schlecht wird, dann. Weißt du jetzt nicht. Was? Hast du Motion Blur ausgemacht bei dir? Alles? Ja, Motion Blur auch Bettgrößen. Oh, habt ihr Texas noch installiert? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich kann gucken. Also ich glaube schon. Wir haben bestimmt noch irgendwas als Alternative. TBD? Ich bin bei allem mit dabei. TBD? Texas? TBD oder Texas oder... Ich komme einfach mit. Ich bin das nervige Anhängsel. Ich komme einfach mit. Ich möchte den Koch spielen. Wenn es geht, Texas. Okay. Ich hab's installiert, Gott sei Dank. Okay, ich hab's auch noch installiert, das dürfte passen. Ich will einmal die Lunch Lady sehen.